Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, hier stehen wir in unserem kleinen Luftpolster, umgeben von nassen Schwämmen, mitten in einem Wassertempel und sind eigentlich gerade dabei, gegen fiese Viecher zu kämpfen. Wir haben ganz schön viele Prismascherben und Prismakristalle. Wir haben schon zwei der Bosse in diesem Tempel besiegt. Einen gibt es aber noch, der gibt es nämlich immer diese blöde Abbaulähmung, die gleich wieder kommen wird. Und Ziel des Ganzen ist es jetzt eigentlich für mich gerade, den letzten zu finden, beziehungsweise also, ne, auch den Ausgang hier zu dem ganzen Spaß. So, jetzt ist das weg. Und da muss direkt wieder. Hui! Ja, also den letzten Boss zu finden, wobei ich glaube, dass der letzte Boss von außen, dass man von außen an den rankommen kann. Bin mir da aber nicht so hundertprozentig sicher. Darum suche ich jetzt eigentlich einen Ausgang. Einerseits, um das, was wir an Material hier haben, erstmal zu sichern. Ja, dass wir das schon mal irgendwo hingebracht haben. Andererseits, um... Hä? Ja. Vielleicht von außen an den Boss ranzukommen, der letzte, der uns hier ein bisschen auf den Keks geht. Weil der, also mir persönlich geht der ja schon ziemlich auf den Keks. So, geht's hier vielleicht lang? Ich versuch's mal hier lang. Einfach, weil ich kann. Ausgang. Ha! Sehr gut. So, dann versuchen wir mal hier rauszukommen. Ganz elegant. Ganz elegant. Ne, von außen kommt man auch gar nicht hin. Mist. Na gut, wir versuchen aber mal zumindest zurück zu unserem... Ja, ich weiß, ich wäre hier bedattelt von denen. Aua. Lass das. Erstmal nochmal kurz... Aua. Erstmal nochmal kurz was. Wir haben auch in der letzten Folge überhaupt keinen Lucky Block geöffnet, ne? Er ist ein bisschen... Unlucky, würde ich sagen. Ja, wir haben auch nur noch so Doofe, die doofe Sachen machen. Und ich habe da ein bisschen Angst vor, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, wir haben jetzt auf jeden Fall, haben es wieder hierher geschafft. Haben immer noch diese blöde Abbaulähmung. Ah, das ist ein bisschen nervig. Aber gut, hier ein bisschen, da ein bisschen, das ein bisschen, da ein bisschen. Mehr haben wir gerade nicht rausbekommen. Ist ein bisschen ärgerlich, echt schade. Aber im Notfall haben wir halt noch was, um uns was zu essen zu machen. Nämlich Fische. Steine können wir hier auch da hinten auch abbauen. Ne? Es gibt ja genug. So, jetzt die Frage. Wo waren wir in diesem blöden Tempel noch nicht? Ah, muss ich mal gucken. Wir sind ja quasi durch den gesamten Tempelkomplex einmal durchgerödelt, oder? Wir werden auch... Pass auf. Da hilft jetzt auch nichts. Wir müssen jetzt auch noch ein paar Zäune bauen, weil ich glaube nicht, dass wir mit dem paar Zäunen, die wir jetzt noch haben, also mit diesem einen, noch fight kommen. Dü-dü-dü-dü. Nee, das war doof. So. Oh, da kommt ein bisschen mehr raus, als ich haben wollte. Na, egal. Ja, genau, es reicht nämlich nicht. Hehehehe. Dussel. Na gut. Egal. Da können wir uns Fackeln draus bauen. Die werden wir früher oder später auch noch brauchen. Und ja, ich öffne jetzt hier einen Lucky Block. Vielleicht haben wir ja Glück. Warte mal. Da nehme ich dann aber doch lieber noch die Spitzhacke mit. Man weiß ja nie, was da so rauskommt bei so einem Lucky Block. Ja. Und wir gucken mal. Bup. Du, 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 du. Ach ja, Abbaulähmung. Ha, ha, ha. 2 Minuten warten. Du, du, du. Du, 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 du. Wir könnten uns allerdings noch ein paar Akazienbäume holen. Ja, das mache ich mal noch. Einfach, damit wir noch... Ja, den Lucky Block, der bleibt jetzt erstmal da stehen. Bis wir dahinter gelaufen sind, ist ja auch schon wieder 1 Minute fast vergangen. Und ja, wir werden uns jetzt noch ein bisschen Holz holen. Einfach des Holzhabens, Willens. Vielleicht noch ein bisschen... Ja, vielleicht bauen wir auch noch ein bisschen Kohle und Co. ab. Da gucken wir mal. Einfach, damit wir da auch wieder versorgt sind, was das angeht. So. Wie lange haben wir noch? Noch 1 Minute Abbaubuff. Ist ja widerlich. Dieser Debuff ist echt sehr, sehr nervig, habe ich so das Gefühl. Okay. Wie lange noch? Noch 1 Minute. Nein, das dauert so lange. Ja, dann werden wir jetzt hier 1 Minute rumdaddeln. Steht da oben was drauf?
Ist das ein Gebäude oder ist das einfach bloß eine Felsformation? Ich hoffe, es ist einfach nur eine Felsformation. Ich finde ja die Berge wirklich sehr, sehr gelungen hier. Also die sind so, ich weiß nicht, mit dieser Höhle dazwischen und allem. Ja, ich mag diese Biome am liebsten gar nicht verlassen. Achso, ist ein Hase. Ich wollte schon sagen, was ist denn das jetzt? Das ist einfach bloß ein Hase. 30 Sekunden. Okay, wir können jetzt schon langsam den Countdown starten. Ja, hier ist 30, 25. Wuhu. Und dann gucken wir mal. Oder vielleicht wäre ich auch nur im Baum fällen. Ich weiß es nicht. So viele Bäume gibt es hier aber gar nicht. Wir könnten allerdings auch ein bisschen Dreck mitnehmen und uns da noch ein paar Bäume. Das ist vielleicht auch noch eine Idee, dass wir uns direkt da noch ein paar Bäume pflanzen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Juhu! So, jetzt können wir wieder abbauen. Elegant. Es läuft wieder alles vernünftig. Ja, komm, wir nehmen uns aber auch so einen Akazienbaum mit. Vielleicht nicht so einen hohen, vielleicht hier so einen kleinen. Check. Da kann man nämlich auch noch ein bisschen Holzstäbchen draus machen oder so. Das passt schon. Und dann nehmen wir uns hier noch ein bisschen Dreck mit. Den werde ich dann da einpflanzen. Da können wir dann Bäume draufsetzen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Dann können wir uns da, während wir im Wassertempel unterwegs sind und versuchen, den letzten Heinsel zu finden, können wir noch effektiv ein paar Bäume pflanzen. Und hoffen, dass die groß werden. Groß und stark. So. Kommt, ihr Setzlinge, kommt jetzt hier raus. Ich weiß, dass ihr da drinnen schlummert. Also ich habe mal gehört. Lol. Ist gerade wieder mehr geworden? Ich habe mal gehört, es soll keinen Unterschied machen, ob die natürlich zerfallen oder ob man die zerhaut. Von daher zerhaue ich die jetzt einfach. Also da müssten mindestens genauso viele Setzlinge theoretisch rauskommen. Und es geht schneller, aber. Ja, bis jetzt haben wir nur einen rausgekriegt. Naja, aber einer ist besser als keiner. Da will ich mich mal nicht beschweren. Du, 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 du. Und wir rennen zurück, öffnen den Lucky Block. Und, du, 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 du. Oder wollen wir hier nochmal kurz runtergucken? Ich weiß es nicht. Ja, wir können hier nochmal kurz reingucken. Ne? Nur mal kurz gucken. Nur mal gucken. Ja, nur mal gucken. So viel dazu. Alles klar, wir gucken nicht. Wir haben sowieso nicht die Spitzhacke dabei, um normal abzubauen. Wir haben nur die Behutsamkeitsspitzhacke gerade am Mann. Bringt uns also eh nichts. So wie dieses riesige Höhlensystem hier unter uns. Alles klar, ja, kann man ja mal machen. Gut. Essen haben wir noch. Ja, werden wir haben auch wahrscheinlich auch was mitnehmen müssen. Wie schon gesagt, der Point of No Return. Der steht uns da bevor. Holz tue ich mal weg. Das Holz werde ich zu dem Holz machen. Das tue ich mal hier noch mit rein. 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 Obwohl, warte mal. Das nehmen wir gleich mit. Da nehmen wir auch einen mit. So. Und dann pflanze ich hier vorne ein Bäumchen. Bup. 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 So. Okay. Haben wir den Teil jetzt also auch erledigt? Trotzdem muss ich noch ein bisschen Dreck mitnehmen, anstatt die Zäune, denn ich brauche hier noch einen Block, so einen Sicherheitsblock. Okay. Ja, dann versuchen wir mal unser Glück und hoffen mal, dass was Schönes drin ist. Was zu essen. Sehr gut. Zwar nur 11 Kürbiskuchen, aber Essen ist besser als nicht, oder? Ich meine, dafür, dass der Lucky Block. Naja, der war halt nur ein bisschen lucky, ne? Ja, die sind halt wesentlich unluckier. Die sind ja sehr, sehr doof potenziell, aber naja, gut. So, ich werde mal hier noch ein bisschen Akazienholz nehmen. Das umbauen. Und da ein paar Stöcker draus machen. Ein paar mehr Stöcker von mir aus. So, dann haben wir nämlich hier genug, um noch Zäune zu bauen. Zack, 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 zack. So reicht erstmal. Den restlichen Stöcker, die nehmen wir mit. Das Essen lassen wir hier. Für den Fall das. Wir haben ja noch ein paar Steaks da und im Notfall noch Fisch, den wir braten können. Ja, gut. Es wird schon wieder dunkel. Das ist jetzt nicht so günstig. Wo könnte der denn schlummern, der letzte? Ich weiß es nicht. Echt oben drin? In so einem abgegrenzten Bereich? Ich glaube es fast gar nicht. Ja gut, wir tun erstmal unser Werkzeug wieder weg, weil das brauchen wir jetzt dann nicht, wenn wir da unten wieder rumspringen. Bringt uns eh nichts, wenn wir nichts abbauen können.
Ja, gut. Warten wir kurz, bis es dunkel wird und dann würde ich sagen, geht's wieder ab ins kühle Nass. Komm schon, Sonne, geh unter. Oh, ist sie hell. Oh Gott, ist sie hell. Das war echt hell. So. Der Baum sollte vor sich hin wachsen. Ja, der oder. Komm, ich hole jetzt mal schnell noch. Ist ja nicht so weit weg. Ein bisschen Material hier. So, so. So, haben wir genug? 13. 13 sollte reichen. Hier können wir noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Gibt auch nochmal Erfahrung. Sehr schön. Haben wir die Zeit nochmal ein bisschen effektiv genutzt. Ein kleines bisschen, aber egal. So. Schlafenszeit. Gute Nacht. Und dann können wir ja eigentlich schon den Ofen bauen, ne? Mache ich gleich mal. Blub. So. Einmal einen Ofen. Ja, wir richten uns hier viel zu häuslich ein, habe ich so das Gefühl. Aber okay. Gut. Den Ofen, den stelle ich hier hin. Schön an die Füße, damit es warm wird. Wie viele brauchen wir denn da? 32. Ich glaube 8 für 16. Was? Also brauche ich. Das Doppelte? So viel haben wir gar nicht. Huch! Warte mal. So viel. Doch, wir haben so viel Kohle. So. Hier haben wir doch noch einen ganzen Block. Zack. So. Machen wir Soja. Machen wir 18 rein. So, und dann können wir nämlich den ganzen Fisch, den wir hier haben, schon mal effektiv braten. Dann haben wir den bereit, wenn wir den Fisch brauchen. So, die Stöcker, die brauche ich ja da unten, glaube ich, nicht. Nee, die tue ich mal hier also auch mit rein. So, und dann gucken wir mal in den Tempel wieder zurück. Es muss ja irgendwo sein, der Junge. Kann ja nicht. Der kann sich ja nicht überall verstecken. So. Hier wollen wir von unten ran. Da kommen wir nämlich am besten ran. Da stört uns auch keiner. Gleich müssen wir wieder die Abbaulähmung kriegen. Da. Genau das meinte ich. Nö. Halt, ich wollte noch ein bisschen Luft mitnehmen. Genau, jetzt kriegen wir erstmal Schaden. Aber. So. Jetzt sind wir hier erstmal drin. Nimm das, du blöder Fisch. So, hier ist noch einer. Ich würde auch sagen, wir halten uns vielleicht erstmal hier vorne in dem Bereich auf. Vielleicht kommen wir dann irgendwie weiter. Vielleicht haben wir einfach bloß was übersehen. Hier ist ein Tintenfisch drin, okay. Komme ich hier noch höher? Nee, hä? Dann verstehe ich es nicht. Geht's hier noch irgendwo weiter hin? Nee. Schade. Boah, ist ja voll das Geräusch-Inferno hier. Okay. So, das wäre jetzt wieder in den hinteren Bereich. Ich will aber nicht in den hinteren Bereich. Ich würde gerne in dem vorderen Bereich hier bleiben. Und hier mal alles abchecken, weil ich habe so das Gefühl, wir haben hier was übersehen. Oder? Jetzt sind wir ja schon wieder im hinteren Bereich, oder? Hä? Oder? Oder bin ich doof? Nee, nee, das ist schon der hintere Bereich jetzt hier. Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich bin schon wieder verwirrt. Verwirrtes Maul. Nee? An den Tempel verlaufe ich mich vor allen Dingen immer viel zu schnell. Das ist doof. Okay, hier war der vordere Bereich. Definitiv. Hier müsste jetzt der Ausgang kommen. Jo. Passt. So, wenn wir jetzt hier ganz hoch schwimmen, was ist hier? Aha. Aha, na gucke mal. Wen ich da gefunden habe, Kollege. Jawohl. Damit haben wir den letzten auch besiegt. Endlich. Meine Güte. So, warte mal, ich muss mir das mal irgendwie markieren. So.
Einmal kurz durchatmen. Wir haben den letzten besiegt. Wir müssen jetzt nur noch 2 Minuten warten. Dann können wir abbauen. Juhu. Und ich würde sagen, die Zeit nutzen wir effektiv, indem wir... So, kann man auch hier 2 hinbauen. Erstmal wieder rausgehen. Und unser Werkzeug zum Abbauen holen. Denn ohne das geht es nicht. So. Lasst mich mal hier durch. Aber ja, ihr könnt mich ruhig schubsen. Wenn ihr den Spaß dran habt. Meine Güte. So. Zum Glück sind wir mit unseren Wassertretern effektiv unterwegs. Ja, die haben zwar ein bisschen Schaden genommen, aber das geht noch alles klar. Denke ich. Luft holen. Unser Helm mit Atmung. Also wir sind ja quasi für den Wassertempel zum Glück ausgerüstet. Ja, hier Hälfte und ja, das geht noch klar. Auch unsere Brustplatte hat ganz schön was abbekommen. Ist halt nur eine Diamantbrustplatte mit Haltbarkeit. Ohne Schutz, ne? Die hat nur Feuerschutz. Aber Feuerschutz bringt uns ja jetzt hier nicht so viel. So, hier wird schon Fisch gebraten. Das gefällt mir. Ja, wir haben den letzten auch erledigt. Ausgezeichnet. Und wir nehmen unsere Materialien mit. So, die goldenen Apfel brauchen wir ja theoretisch nicht mehr. Nee, eigentlich nicht. So. Gut. Das haben wir. Ja, dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch warten, dass diese Abbaulähmung weg ist. Das wird aber, denke ich mal, weggehen in der Zeit, bis wir da sind. Denn wir haben alle 3 besiegt. Jetzt heißt es nur noch plündern. Plündern, plündern, plündern. Schön. Sowieso mein Lieblingsteil, ne, von dem ganzen Spaß. Einfach plündern. Wir werden auch die ganzen Lampen abhauen und alles. Einfach, um denen zu zeigen, hier, ihr könnt uns mal. So, wie lange brauchen wir noch? Noch 20 Sekunden. Yeah. So, ich versuche mich hier in dem Ring zu halten, dass uns keiner angreifen kann. Blub, 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 blub. So, die Lampen werde ich dann auch versuchen, direkt so abzubauen, mit unserer Behutsamkeitsspitzhacke. 1-0. Okay. Gerade unter Wasser, so eine Sache, aber wir kriegen das schon hin. Gerade auch diese Seelaternen, die möchte ich unbedingt haben, weil die übelst cool sind. Und weil wir die so schön für unsere übergeile Untergrundbahn zu Hause noch verwenden können. So, jetzt sinken wir hier runter. Das dauert halt ewig, das Sinken. Komm her. Bam, 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 bam. So. Ja, jetzt greift er uns an. Das ist mir aber auch egal. So, wir sind auf jeden Fall wieder im Tempel. Ja, schon mal gut. Jetzt können wir uns hier halt auch quer durchbauen. Ja, jetzt hier nicht mehr von wegen, wir müssen uns jetzt dran halten, wo wir hier sind. Wir bauen uns einfach quer durch und gut ist. So. Warte mal, geht das irgendwie schneller? Kann man die irgendwie noch schneller abbauen? Mit einer Axt? Nee. Schwämme gehen, glaube ich, nicht schneller abzubauen. Können wir eigentlich auch mit der Hand abbauen. Schwämme möchte ich natürlich auch mitnehmen. Das ist auch sowas, was man nicht jeden Tag findet. So, die werden jetzt hier alle schön platziert. Was willst du denn hier? Verschwinde mal. So. Okay, mit der Hand natürlich. Handarbeit vom Feinsten. Ja, da sieht man natürlich nichts. Hä? Verschwinde. Mache dich fort, Kollege. So, nochmal was essen. Ah, Leute, Leute, Leute. Geht mir nicht auf den Sack, während ich euren Tempel plündere. Ich hab gesagt, nee. Kusch. Na, aber. Kusch, 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 kusch. So. Wo war ich? Ach ja, ich wollte Schwämme abbauen. Aber natürlich viel wichtiger Gold abbauen. Man merkt ja auch, ne, sobald wir nicht im Wasser sind, laut Spiel, geht das alles auch viel, viel einfacher. An die Schwämme kommen wir jetzt so nicht ran, das ist jetzt aber auch egal. Wir haben ja erstmal genug. Ich möchte, ja, ich ignoriere dich jetzt einfach mal. Ich möchte hier hinten durch, 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 durch. Genau, hierhin will ich. Und du verschwinde. Jetzt hau ich dich.
Ich hau dich auch so, aber... Kusch. So. Piss dich. Okay. So, und da ist das Gold. Ha, Gold. Glitzeriges, glitzeriges Gold. Nice. Ah, schön. Sammeln wir hier einen Goldblock nach dem anderen ein. Die Seelaternen nehmen wir natürlich auch mit. Ich meine, wo sind wir denn, wenn wir das nicht mal... Oder wer wären wir denn, wenn wir es nicht machen würden? Das wäre ja Frevel. Zack. Sehr gut. Haben wir das Goldlager auch geplündert? 8 Goldblöcke. 8 Goldblöcke. Lege mal. Cool. So, nehmen wir hier noch ein bisschen Spaß mit. So ein paar von den Blöcken würde ich auch noch gerne einstecken. Vielleicht sogar ein ganzes Stack. Ja, damit es sich auch lohnt. Und dann baue ich mich hier einfach raus. Einfach eisekalt. So. Okay. Vielleicht brauchen wir ja noch ein kleines Luftpolster irgendwo. Ah, hier machen wir Soja. Ha, Luft. Verschwinde. Ach, hier oben ist ja auch noch. Hier oben sind ja auch noch Laternen. Oh. So, du musst mal kurz weg. Ich muss hier mal kurz ran. So. Jetzt bin ich ja wieder unter Wasser. Frechheit. Hä? Ach so, da. Huch, ist das jetzt auf einmal dunkel geworden. Na gut, ist dann halt so. Ja, verschwinde. Ich nehme deinen Tempel auseinander. Was willst du dagegen tun? Haha. So. Hier können wir uns dann auch quer durcharbeiten. Endlich. Ja, dann steht das hier uns nicht mehr im Weg. Plopp. Ach, hier oben sind auch noch Schwämme. Ui. Ja, die möchte ich ja eigentlich auch noch mitnehmen. Wir haben 24 nasse Schwämme. Ja, das reicht alles noch nicht ganz. Aber wir gucken mal, dass wir möglichst viel mitnehmen können. Von allem. Können wir jetzt eigentlich auch hier oben was wegbauen? Warte mal. So, du gehst mal kurz weg. Ich wollte nämlich eigentlich gerade irgendwie nach hier oben so ein Polster bauen. Das, was nicht so wirklich funktionieren will, wie ich das will. Nee, da kommt kein... Na, ist ja auch egal. So, bauen uns hier kurz Spaß ab. Oder würde das gehen? Ha, das geht. Sehr gut. Da haben wir eine Lampe. Dann dürfen wir jetzt natürlich den Schwamm da nicht abbauen. Ja, hurra. Egal. Wir haben jetzt hier ein bisschen Licht. Sehen zumindest auch ein bisschen, was hier abgeht. Tschack. Tschack. Ne, das ist normaler Stein. Und soweit wie unser Ärmchen reicht. Hey. Das ist doch nicht wahr. Wo kommst du denn her, du Frechdachs? Ja, echt mal. Ist ja noch einer. Nicht nur einer, das sind mehrere. Geht mal drauf. Was euch einfällt. Tschüss. So. Okay, weiter abbauen. Ne? Wir haben ja noch ein bisschen Schwamm zu tun. Ja, und es ist ja nur auch egal, wie wir es abbauen. Ob wir es mit der Hand oder mit... Wenn ich den abbaue, das ist auch okay, oder? Ja. So. Ja, okay, der Rest, an den Rest kommen wir so nicht ran. Es sei denn, wir bauen jetzt hier nochmal so eine kleine Unterbucht. Dann kommen wir hier wohl ran. Und sehr gut sogar. So. Ne, wo? Hier. Oben. Sieht man immer so schlecht durch das Wasser, aber man kann wenigstens die ganze Zeit atmen und baut schneller ab. Ich denke, das hat alle seine Vorteile. Oh, hier ist es einfach abgefallen. Okay.
Gut. Ich würde sagen, wir haben erstmal genug. Es wird jetzt sowieso Nacht, das ist schon mal schlecht. Da ist unser Haus. Hoffen wir, dass keine Creeper unterwegs sind am Ufer. Hoffe ich. Denn wir haben keine Tür im Haus. Nachher macht's Bumm und alles ist weg. Das wäre ziemlich doof. Also schnell schlafen gehen. Ja, da sind ein paar Monster. Nein, schlafen, nicht Kiste. Schlafen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Okay, jetzt hat hoffentlich keiner gesehen. Die tue ich da rein, das tue ich da rein, das tue ich da rein. Das Gold tue ich definitiv hier rein. Da sind noch ein paar Fische, da sind noch ein paar Schwämme. Okay. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass hier alles sicher ist. Oh ja, das hat sich gerade selbst erledigt, das Problem. Finde ich gut. Gibt es da vielleicht noch irgendwas, was man mitnehmen kann? Nee, Erfahrung wollte ich eigentlich, aber. Gut. Wunderbar, dann haben wir die Folge hier effektiv auch genutzt. Ja, länger als die letzte. Und ja, beim nächsten Mal sortieren wir hier, was wir mitnehmen und was nicht. Und entweder gehen wir zurück oder wir gehen noch weiter. Das werde ich dann entscheiden. Weiß ich jetzt noch nicht. Wir werden sehen beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Minecraft. Bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und würde sagen, haut's rein und ciao, ciao.